Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Thief Simulator oder dem Einbrecher Simulator 2. Und ich habe das Ganze nochmal ein bisschen neu gestartet, denn in der letzten Folge hatten wir ja ein bisschen Probleme mit dieser Anzeige. Auf jeden Fall war ich jetzt um 15 Uhr da und das, was wir in der letzten Folge gemacht haben, war eigentlich völlig überflüssig. Ja, aber wir dürfen jetzt die Gegend verlassen und zu unserem Versteck kehren, zurückkehren, wie auch immer. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal zu unserem Versteck. Genau. So sieht's aus. Und das wird dann. Jetzt werden wir nochmal einen Anruf kriegen. Dieses Haus ist nicht schön, zahlt mir einfach die Miete wöchentlich und alles ist gut. Ja, mach mal. So, geh zum Computer. Ich muss dich in deiner neuen Welt herumführen. Okay. Computer war. Der war da. So, schau die Steel Gear an. Wenn du Erfahrung sammelst, stehen dir bessere Tools zur Verfügung. Auf RobTips kannst du Informationen über Häuser, Beute, Location, Sicherheitssysteme, Mieterroutinen und so weiter kaufen. Sammle alle Informationen über 102 kostenlos. Okay, mach mal. Die 102. Okay. Der Black Bay an, du kannst dort Gegenstände verkaufen, die du gestohlen hast. Sie bieten manchmal viel bessere Preise als der Pfandler. Also halte dort Ausschau. Mach mal. Begib dich zum Hell Neighbor. Wie ich bereits gesagt habe, brauchst du mehr Erfahrung. Bevor du lernst, wie man Schlösser knackt, akzeptiere den Auftrag in 102. Okay. Also da drauf. Hell Neighbor. Und akzeptieren. Und das. Störe das Fenster, machen wir auch noch. Gut, dass du den Dreh raus hast. Du kannst andere Websites durchsuchen. Es gibt viele von ihnen, aber für uns sind sie jetzt nicht entscheidend. Beende deine Arbeit am PC, wenn du bereit bist. Mach mal, kein Problem. So. Ja? Wieder? Wenn du die Dinge stiehlst und Aufträge erledigst, erhältst du Erfahrung. Mit genügend Erfahrung kannst du neue Skills erlernen. Ja. Mach mal. Geh zu 102, mach mal. Madison Street. So. Einmal zur Madison Street und dann ab in die 102 rein. Die 104. Okay, wir kommen jetzt auch da raus, wo wir. Also, da wo wir rausgefahren sind, kommen wir dann auch wieder her, okay? Sehr gut. Die 102 ist ja hier. Der ist auch gerade noch nicht zu Hause. Ist schon mal ganz okay. So. Zerstöre ein paar Sachen. So, machen wir. Ja, wir müssen mal ein bisschen was offen lassen. Wir müssen dann auch noch ein bisschen was über Black Bay verkaufen. Da können wir zum Beispiel die Sachen hier alle über Black Bay verkaufen. Wobei, warte mal, wir haben noch Schlüssel Frontor. Die 102, warum gehe ich eigentlich? Naja, egal. Kommt die Polizei wieder. Dann, wenn die weg ist, können wir hier raus und noch das machen, was wir machen sollen. Zerstöre ein paar Sachen. Spitzen. Hinter dem Haus ist ein kaputter Zaun. Ah, lol. Okay. Habe ich gar nicht gewusst. Badezimmerfenster ist immer offen. Hm, toll. Beute. Alarm an der. Lade im Schlafzimmer. Zerstöre das Fenster. Ein paar Dinge zerschlagen. Okay. Sind die jetzt hier fertig oder was? Boah, ey. Was ist denn los? Jetzt gehe ich hier wieder weg. Mann. Kostet es mich so viel Zeit, Kollege. Sieh zu, dass du dich. Und da draußen noch rum. Boah, ey. Jetzt weg! Los! Weiß nicht, was er soll. Was denn nun? Mann, ey, jetzt geh doch endlich weg. So, jetzt ist er weg. Den soll ich mitnehmen. Oh ja, den Schlüssel nehmen wir mit. Die 103. Geld nehmen wir mit, gerne. So.
Reaktor nehmen wir mit. Können wir nichts mehr mitnehmen? Weil wir sollen ja auch nur noch kaputt machen, nicht? Ich weiß halt nicht, was ich kaputt machen soll. Soll ich den kaputt machen? Ich kann mich einfach hier im Vorhang verstecken. Dann werde ich gleich kaputt machen, ja. Kann ich nicht kaputt machen? So. Und irgendein Fenster hier soll ich noch kaputt machen. Ein Gartenzwerg machen wir noch kaputt. So. Gut, haben wir es jetzt geschafft? Nö, immer noch nicht. Was will ich denn noch kaputt machen? So. Das Geld nehmen wir noch mit. Warum auch immer hier draußen Geld rumliegt. So. Aber, wie gesagt, also. Oh Gott, der kommt wieder. Oh, jetzt muss ich weg. Also ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich noch kaputt machen soll. Irgendwas von einem Fenster war noch die Rede. Aber frag mich mal, welches Fenster. Wäre das Fenster. Was für ein Dinge zerschlagen. In der 102. Das, ach nee, Leute, wir waren jetzt gerade in der 103. Ich werde bekloppt. Ah, warum denn sowas? Hier sollte ich kaputt machen. So ein Müll aber auch. Mal, wie war denn das? Nee. Also, sowas. Das. Toilette. Mir ist nicht mal aufgefallen, dass ich sein blödes Klo kaputt gemacht habe, der Dulli. Ah, den soll ich auch mitnehmen. Noch kaputt machen? Brauchst du noch was? Achso, das Fenster soll ich kaputt machen. So. Stuhl kaputt machen. Was ist denn nun schon wieder? Jetzt wurde ich schon wieder hier alarmiert. Okay. Polizei wurde alarmiert. Ja, ja. Ich bin doch schon weg. Ich bin doch schon so gut wie weg. Tschüss. Auf Wiedersehen. Die kommen ja zwar gerade hinterher, aber ich bin schneller als ihr. Du wirst verfolgt. Ja, ja, geh mir nicht auf den Sack. Ich werde überhaupt nicht verfolgt. In Ruhe. Reisen zurzeit nicht verfügbar. Junge, wieso kann ich... Kannst du mich gerade verarschen, Alter? Als ob ich... Flüchtig halt. Wird verfolgt. Junge, hört doch auf! Was soll denn das? Kann mir mal einer erzählen, warum ich jetzt nicht mehr... Quatsch, ey. So, da sind sie. So, und nu? Och Mann, ey, hört doch auf. Warum werde ich denn jetzt schon wieder verfolgt? Was soll denn der Mist? Steck dich vor der Polizei. Na toll. Vor der Polizei fliehen. Sorry. Jetzt suchen die sich da wieder eh ein Blöde, ey. Also wirklich, das kannst du auch wieder keinem erzählen.
Er machst da aber auch einfach nichts. Der rennt da hinten mit seiner Taschenlampe rum wie ein ganz großer. Ganz bekloppter. Und jetzt muss ich mich. Jetzt muss ich ja wirklich warten, bis der Kollege da endlich mal fertig ist. Mit suchen. Na endlich. So, was nun? Es wäre wirklich lustig, wenn du erwischt würdest. Ein Mann entkommt ausgebildeten Mördern, doch er schafft es nicht, einem Polizisten zu entkommen, der auf seinem, naja, zu lernen, wie man in Dietrich umgeht. Ja, mach mal. Will noch etwas von... Erlerne die Fähigkeitsschlösser-Stufen knacken. Mach mal. Schlösser knacken. Mach mal. Lernen. So. Ja. In Ordnung, Bruder, nimm dein Handy heraus und bestell ein einfaches Werkzeug zum Aufbrechen von Schlüsseln. Du kannst es auch an deinem PC kaufen. Aber es wäre Zeitverschwendung, dorthin zu fahren. Kaufe einen einfachen Tool über Schlösser knacken. Aha. Guck mal. Wie mache ich denn das? Wie schalte ich denn da durch? Mit Dings geht nicht. Achso. Das da? Einfaches Dings. Gekauft, einfaches Brechset. Schon wieder. Du hast also das nötige Werkzeug. Du kannst mit einem Schloss in 200, wenn du möchtest. Übung macht den Meister. Breche in 103 Städte. Die Drohne ist groß, sodass du sie nicht übersehen kannst. Achte nur darauf, dein Tagebuch zu überprüfen. Naja. Einmal zwischen 17 und 21 außer Haus. Jetzt muss ich erstmal wieder zu meinem blöden Auto laufen. Auch nicht schlecht. So. Ja, das mit der Telefonnutzung. Ja, ich hab's verstanden. Also, muss ich jetzt einmal in die 102 und dann in die 103. So? So? Oh Gott. Hey! Der GPS-Tracker in meinem Auto. Ach, Bruder. Hör doch auf, was soll denn das? Wurdest erwischt? Hä? Du gehst, was? Du gehst ins Gefängnis? Was ist denn... LOL, was ist denn hier los? Hä? Und nun? Was, ich soll warten, bis ich verliere? Hä? Wieso, hä? Wieso wurde ich denn jetzt... Hä? Kann mal einer erklären, was jetzt hier gerade los war? Ich war einfach im Knast. Wow. Ich wurde einfach eingesperrt. Wow. So. Als ob die einfach einen fucking GPS-Tracker an mein blödes Auto gemacht haben. Was für Schweine. Dann fahre ich auch noch genau in die Reihen, in die Eierköppe. Toll. So, stellen wir uns jetzt hier ran. So. Wie auch immer die dann einen GPS-Tracker rangemacht haben, weil die waren ja nicht mal in meiner Nähe von dem Auto. Das macht das Ganze jetzt nicht unbedingt besser. So. So. Irgendwas, also... Eingabe, nee. Tastenkombination. Also, wo ist jetzt dieses blöde Ducken? Ducken, 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 ducken. Nee. Crouch. Mit Crouch gemeint. Achso, das ist mit Crouch gemeint. Ja gut, da muss ich das ändern. Das ist ja wirklich schlimm. Das da auf setzen. Ja, so. Left Control. Das kannst du ja keinem erzählen, ey. So, das Schloss soll ich mal. Ja? Oh ja. Ja. Gut, Alter. Gut. Problem ist halt, dass ich halt noch einen Haufen Zeug in meiner Tasche habe. Noch ein bisschen was in mein Auto packen. Dass ich auch noch ein bisschen was mitnehmen kann. Ich das? Nee. Aha. Ja.
Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das. Das, das, das. Gut. Den Rest nehme ich mit. Warte mal, der ist ja zwischen. Muss ja auf den Parkplatz fahren mit dem Ding. Und schlafen bis zum nächsten Tag um 17 Uhr. Also einmal den ganzen Tag überbrücken. So. Uhr schlafen. Gut. Machen wir. Gar kein Problem. 17 Uhr zurück. So. Der Kollege ja hier gleich aus dem Haus sein. Da geht er auch. Also. Ne, jetzt ja, Dings knacken. Aber wir haben ja auch den Schlüssel mitgenommen. Also gar kein Problem. Und hier noch den Kronleuchter mit. In den Schränken rumgucken. Hier ist nichts drin. Mixer. Mixer. Was? Sagt? Nee. Das war jetzt nicht so gewollt. Immer noch mit. Und hier hat er seine tolle. Oh, das ist aber eine schöne Drohne. Du hast es. Immer, du musst es aufrüsten, damit es Kameras deaktivieren kann. Am Eingang dafür befindet sich eine Kamera. Ich hoffe, etwas Beute und schau dir Drohnentech auf deinem Computer. Okay. Wieder raus, oder? Aha. Da brauchen wir direkt einen Dietrich. Ne? Bin ich? Gut, dann ab ins Auto. So, gehe nach Hause und kaufe bei Drohntech ein Kameradeaktivierungsmodul. Das machen wir. So. Ja, dieses Auto, aber der kostet halt so viel Geld, ey. Das? Soda Pop. Lol. Gibt's einfach einen Shop? Jo, als ob es auch mit jetzt Hunde gibt. Es gibt jetzt Haustiere, die dich auch erdings, ja, dich erkennen und dann Meldung machen. Genau. Haben wir auch eine Kamera. Damit werden wir ja auch arbeiten müssen. So. Drohntech, da. Upgrades anzeigen. Ermöglicht das Ziel in einer weiteren Kamera. Akku? Bewegungsgeschwindigkeit? Nee. Warum habe ich denn jetzt. Och Mann, ey, jetzt habe ich aufs Falsche gedrückt. Black Bay. Mal gucken. Das hier. Immer versenden. Hier. Ein bisschen was. Nee. Honig. Nee. Honig. Wertsachen. Gibt es da irgendwie was? Brauche ich irgendwie 300, ey. $300. Ich hab Bock nochmal loszufahren. Ach, hört doch auf, ey, wirklich. Ach, wow. Habe ich jetzt. Ah, ne, wir haben 318. Oh, das reicht sogar. Gerade so. Ja. Alter, so eine Scheiße. Kaufe alle Infos zu 104 auf Rob Tips. Wenn du 104. Ah. Gut. Die Eingangskamera von 104 mit deiner Drohne. So zwei Typen, aber sie gehen beide zu einer bestimmten Haus. Du solltest das in der. Ja. Dennis Midas wurde in Erfahrung. Ach, okay. Das ist hier hinten eine Schippe? Hier buddeln oder was? Okay.
meine, glaube ich, irgendwie buddeln oder sowas. Was weiß ich. Was? Ach, hier können wir noch Sachen verkaufen oder was? Aber der gibt nicht viel. Aber das ist einfach nur für den Notgroschen noch. Warte mal. Sind hier noch Sachen drin? Können wir doch alle verkaufen, ja. Über Black Bay. Und noch ein bisschen Geld haben. So. So. Nee. Falsche. Black Bay. Hier. Nee, hier nicht. Ja, gibt's auch nichts. Wertsachen. Auch nichts. Ey, das kann nicht wahr sein. Oh, hier fehlt noch eine Kopfstatue. Na toll. Irgendwie ein Schrank oder so, wo ich mein Zeug reinpacken kann. Nee. Mal irgendwo was haben. Wirklich kein Bank, wo ich sagen kann, hier der damals drin. Lass nicht zu, dass sich jemand sieht, wie du kommst und gehst. Es gibt keine Häuser in der Nähe, aber eigentlich kann es sein, dass ein Auto vorbeifährt. Aha. Aber irgendwie kann ich nichts wegpacken. Das ist aber schade. Wegpacken kann. Naja. Räumen wir es halt erstmal hier wieder rein. Würde ich sagen. Richter, Vase, Porzellanbäcker, günstiges Dings, Bums, Rechner, Direktor, Holzdekor. Genau. So, dann nochmal in die Madison Street. Wir müssen ja in die 104. In die 104 nochmal rein und dann gucken, was da abgeht. Ah, die 104 ist auch gleich hier, okay. Können wir hier gleich stehen bleiben. Hier sollen wir ja die Dings ein... Oh ne, das. Also, hä? Da bin ich jetzt keine Brechstange. Hier reingeschmissen oder was? Oh, jetzt sag mir nicht, die haben mir die blöde Brechstange abgenommen. Boah. Das ist aber hart, ey. Lol, ich kann bluten? Okay. Geh. Geh mit der Drohne. Oh. So, Kamera deaktiviert. Entfernung 30 Meter. Ja, das Problem ist, ich muss die hier noch. Hey. Da sind nur Sachen drin. Die Arschlöcher sollten ihm mir zuschicken, aber es ist immer noch nicht da. Man kann mir mal einer... Wiegt recht viel, also pack ihn in deinen Kofferraum. Jetzt bin ich ja wieder hier. Hör doch auf damit. Muss die eine Dings hier hinten noch abstellen. Maximale Entfernung sind 25 eigentlich. Aber wie gesagt, hier die noch aus. Oder kann ich kann sie nicht ausmachen, okay. So. Er geht um 0 bis 1 Uhr geht er weg. Gut, wir machen hier schon mal den Kofferraum auf. 0 bis 1 Uhr ist er weg. Also noch eine halbe Stunde, Kollege hier. Aha, okay. Also da sind beide weg. Der eine ist schon die ganze Zeit außer Haus. Der Einheit im Hauptraum, Empfänger im Lagerbereich, Kopfhörer mit einem Metallschrank. Seitenscheibe ist offen. Okay. Ich glaube, wir müssen nämlich schon vorher dahinter, dass wir dann nicht so viel Zeit mehr verbrauchen. Aber ich glaube... dass der Kollege da eine Weile stehen bleibt. An dem Tor da. Deswegen. Sonst hätte ich gesagt, ich gehe hier schon mal rein, aber. Kann er hier die Dings nicht aufmachen? Dann kriegt er ja genauso einen Harry. So. Deswegen. So. 0 bis 2 Uhr ist. Doch bis 2 Uhr. Ist er weg. Schließt er sein Tor da auf. Jetzt geht er weg. So. Am besten machen wir es nicht kaputt. Den Dietrich. Ein Auto.
Oder wir können die Tür sogar wieder zuschließen, das ist auch nicht schlecht. So, hier an der Seite ist das Dings offen. Hier ist offen. Achso. Den Empfänger nehmen wir mit. Pappschachtel. So, den muss ich. Und den muss ich jetzt hier erstmal rauswerfen. Hier noch ein bisschen was drin. Na, das. Nehme ich noch ein paar Sachen. Computer. Willst du den Computer mitnehmen? Kann ich doch aber nur tragen. Und hier hinten ist noch was. Aber da kommen wir noch nicht rein. Okay. Dann nehmen wir das Multimeter noch mit. So, den Wecker. Rechner, Tastatur. Das Ding. Alles, was wir mitnehmen können. Immer mit. Gut. Raus. Und rennen. Los, 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 los. Und ein Auto. Auf uns nicht sehen. Die Tür hier wieder. Können wir die hier wieder zumachen? So, dann fällt das nämlich wieder keinem auf. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall sehr geil, dass man jetzt das wieder, und weg sind wir. Ab, weg sind wir. So. Sehr schön. Oh, ist das. Was das mit dem Fahrdienst auf sich hat, das wäre noch ganz interessant. Aber damit haben wir es geschafft. Öffne den Karton. Schick den Inhalt per Black Bay ab. Ich nehme an, du hast den Karton und er ist nicht aus deinem Kofferraum gefallen. Öffne ihn wieder wie ein normaler Mensch. Ja. Problem. So. Hier hin gestellt. Nee. Nicht hier hin. Hä? So. Ah, jetzt. Messer. Kamera drehen. Und schneiden. Mach auf. Los. Oder muss ich hier noch schneiden? Ah, ich muss noch schneiden. Okay. So. Schneid das Ding durch. Los. Was ist drin? Schwarzes Paket. Na toll. Black Bay. Schwarzes Paket. Nee. Einziges schwarzes Paket senden. $500 bekomme dafür. Okay. Private Nummer. Großartig, du hilfst mir gerade wirklich. Ich werde dafür revanchieren. Es gibt aber noch ein paar andere Dinge. Ich würde deinen Auftrag in 110 ein Paket platzieren. Ich möchte, dass du ein bestimmtes Paket bei 110 im Schlafzimmer platzierst, aber das. Aber pass auf, dass sich der Kerl nicht merkt oder sowas in der Art. So, aber ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Lass doch gerne Like und Abo da. Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, tschüss und ciao.